So, meine Lieben, heute haben wir wieder eine wunderschöne Wohnung zum Filmen und es ist eine nagelneue Wohnung, das Gebäude ist nagelneu. Dementsprechend habt ihr auch auf die bautechnischen Sachen fünf Jahre Garantie. Und grüner Aufkleber ist immer gut. Und wie ihr sehen könnt, der Aufzug ist top und nicht mal klein, sondern schön groß. Und jetzt starten wir mal mit den Aufnahmen. So, top moderne Eingangstür und hier funktioniert auch eigentlich alles. Und wir haben hier schon mal ein Gästeklo. Hier halten wir das WLAN fürs Internet. Dann haben wir hier das Gästeklo. Im Preis mit inbegriffen sind die elektrischen Geräte und auch die Möbel. Und es sind Top-Geräte, werdet ihr gleich sehen. Hier, ihr wisst ja, ich finde immer solche Ablageflächen super an so hängenden Toiletten. Und die Spüle schaut auch top modern aus. Und die Möbel sind teilweise Massivholz. Das wäre der Garderobenbereich. Wir hatten ja die Wohnung schon mal gefilmt. Also nicht ich, sondern der Lars und die Alexandra hatten die Wohnung schon mal gefilmt. Und die Familie möchte aus familiären Gründen, müssen sie zurück und möchten sie jetzt verkaufen. Leider. Ne, Mietze? Wir schauen auch gleich die Aussicht an vom Balkon aus. Die Küche, wie ihr sehen könnt, ist riesengroß. Und wie ihr auch sehen könnt, extra großer Kühlschrank, extra breiter als normal, aber passt hier auch rein. Also riesengroßer Kühlschrank, eigentlich auch nagelneu, also neu, ich sag mal neu. Und hier haben wir den speziellen Herd mit Grillbereich, mit Steak-Grillbereich. Und wir haben für extra kleine Backöfchen. Und hier seht ihr auch hier die Spülmaschine, auch top. Spüle auch top. Also eine Top-Wohnung, wirklich. Der Preis ist 249.000. Im letzten Video waren es 275.000 vom Lars. Warum 275.000? Ja, weil sie auch viel reingesteckt haben. Und es ist eine sehr große Duplex-Wohnung. Ja? Hier der Tisch schon alleine, Massivholztisch, ausziehbar und mit 8 Stühlen. Sowas ist auch selten. Vor allem sind Küchen selten, wo man solche großen Möbel reinbekommt. Also wie ihr sehen könnt, eine extra Küche mit eigenem Balkon und die Aussicht ist himmlisch. Wir sind hier in einem 5-Stockwerke-Gebiet, also hier wird gebaut, aber das wird dann auch 5 Stockwerke wieder drüben und es wird was sehr Modernes, sehr Schönes und dementsprechend ist auch die Umgebung sehr schön. Ihr seht es gleich, ich filme noch gleich die anderen Aussichten von den Balkonen. Und wir haben auch Terrassen, viele Terrassen. Das ist das große Wohnzimmer, wirklich großes Wohnzimmer. Also im Preis ist dabei, sind die Möbel, wie gesagt, und die Geräte. Und wie ihr sehen könnt, wie schon gesagt, sind das Massivholzmöbel und nicht mal Sperrholz, sondern Massivholz. Ja. Falls da mal was mit Sperrholz dabei sein sollte, dann möchte ich mich zwar entschuldigen, aber wie ich hier sehen kann, ich kenne mich ja auch ein bisschen aus, ist das Massivholz. Ja. Und jetzt schauen wir uns mal die Aussicht an. Hier haben wir ein paar Bücherregale auch aus Massivholz. Dann haben wir Fissmann Klimaanlagen auch neu. Also ich will nicht nagelneu sagen, aber eigentlich schon. Ja, also die Wohnung ist ja erst neu bezogen. Und hier hätten wir die Aussicht, die fantastische Aussicht von Ober. Wir sind im Stadtteil Ober. Das bedeutet, ihr hättet hier Aufenthaltserlaubnis, wäre kein Problem. IKMET wäre hier kein Problem, weil wir im Stadtteil Ober sind. Und hier drüben gibt es ein städtisches Einkaufszentrum, Gastronomiegebiet mit Geschäften und so weiter, wird hier eröffnet von der Behörde. Dann haben wir die Straße, wie ihr sehen könnt, wir sind hier noch in Baustellengegend und überall wird hier gebaut. Hier allerdings da drüben nicht, wo diese Bäume sind, weil da ist der Fluss, der Überlaufbecken. Und hier die Wohnungen, alle top, alle nagelneu und wirklich schönes Design. Und sowas hier kommt auch hierher, nur etwas luxuriöser. Und wir haben auch extra Gartenbereich hier auch.
und hier auch. Und hier soll der Pool kommen. Da tun sich jetzt die Mieter hier, die Käufer zusammen und überlegen einen runden oder was für einen Pool und wie und wann. Und Vorhänge sind auch im Preis schon mit dabei. Also ihr spart euch viel Geld für diese Riesenwohnung. Ist das und auch die Lage ober, ist das okay. Und da vorne wäre gleich die Metro und das städtische Krankenhaus. Ja? Und auch die Balkonmöbel sind mit dabei. Wie ihr sehen könnt, ist das alles hochwertig. Ja? Alles hochwertig. Und zum Metro braucht man mit dem Auto etwa 5 Minuten. Hier gibt es 2 Pferdekoppeln. Man kann da auch Pferde reiten oder wie sagt man? Ja, ihr seht schon, das haben sie auch extra gemacht. Das war noch nicht. Und breiter Treppenaufgang. Das ist auch sehr gut. Ja, ihr müsst ja hier gar nichts mehr machen, denn ihr müsst hier eigentlich nur noch einziehen. Sehr schönes Bild. Wo ist das Bild nur her? Wo kann man sowas Schönes kaufen? Ja, hier haben wir jetzt eines der Kinderzimmer. Unglaublicherweise bleibt das auch. Das ist doch top, oder? Also ich finde es wunderschön. Kann man sich hinsetzen, kann man schlafen und die Hausarbeiten machen. Wirklich mega. Und die Aussicht von hier ist auch wieder mega vollgrün. Und hier, wie schon erwähnt, haben wir den Bach. Da gibt es auch Fische, da gibt es Frösche und da gibt es auch alle möglichen anderen Tiere. Und wir sind hier im Kleinbauerngebiet. Hier ist gerade, das sind Mispeln, eine Mispelplantage. Und wie ihr sehen könnt, wie schon mal erwähnt, top Möbel. Und ihr seht schon, das ist massiv. Das ist kein Sperrholz oder sowas. Das hier seht ihr ja auch. Das ist auch der Fall. Dann Staubsauger bleiben auch da. Hier das andere Kinderzimmer. Auch sehr schön mit den Massivholzschränken. Wunderschöne Bilder. Ich weiß jetzt nicht, ob die Bilder auch da bleiben, aber so viel ich weiß, ja. Dann hier hätten wir eine Terrasse. Ja, das ist halt neu, das müssen wir mal bewegen. Hier haben wir eine Terrasse. Das haben sie auch hier verkleidet, kann man sagen. Man kann hier die Sonne sehen, man kann hier die Landschaft sehen. Also ihr müsst euch mal das vorstellen. Ja? Diese Berge, diese Aussicht, das ist halt Alanya mit seinen Bergen. Und wirklich top. Top. Wer Lars und Alexandras Video dazu sehen möchte, ich werde es dann verlinken. Dann hier das Bett. Dann haben wir schön gestrichen, nicht immer nur weiß. Dann haben wir hier nochmal ein Bad. Das sollt ihr natürlich auch sehen. Die Waschmaschine bleibt auch da. Was nicht da bleibt, sind die Katzen-Tragesachen oder Katzenklosachen. Und hier hätten wir Bad Nummer 1. Sehr schön vom Design her. Das bleibt natürlich auch da. Und dann haben wir hier nochmal ein Kinderzimmer, auch wieder top. Also wenn jemand das kaufen sollte, ich empfehle es Familien mit Kindern, denn solche Betten, solche Möbel und solche Vorhänge findet man nicht überall. Nur zur Info. Ja. Dann haben wir hier auch eine Terrasse. Hier ist wieder eine Terrasse mit dieser Aussicht. Ja, wie gesagt, hier wird was gebaut, wie ihr sehen könnt. Und hier haben wir den Gemeinschaftsparkplatz mit einem Tor. Funkfernsteuerung könnt ihr da machen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da schon eins da ist. Türcode und so weiter haben wir hier auch. Also wie ihr sehen könnt, wunderschön. Wirklich wunderschön. Und jetzt schauen wir uns noch das letzte Zimmer an. Also wir haben 5 Zimmer. 5 Zimmer. Dann haben wir hier nochmal ein Zimmer, das ist das Hauptschlafzimmer mit diesem riesen Schrank. Also kauft mal hier so einen Schrank, der ist nicht günstig. Dann haben wir hier
das Bad von diesem Schlafzimmer mit Dusche und auch okay. Und hier haben wir Lüftungsschacht und wirklich riesig. Und hier haben wir auch den Zugang zur Terrasse. Staubsauger, zwei Stück sind auch dabei, habe ich gerade mitbekommen. Hier wurden die Klimaanlagen extra da oben hingemacht, dass sie nirgendwo stören. Dann wichtige Sachen. Natürlich wird es während der Bauzeit es lauter werden. Das ist auch der Grund, warum die Straße noch nicht gemacht ist, weil immer wieder eine Internetfirma dann Fiberglas-Ding hier verlegen will da, oder irgendwas an die Kanalisation gemacht werden soll oder was auch immer, Stromkabel verlegen. Deswegen wird das alles erst gemacht, wenn es endgültig soweit ist und fertig ist. Ansonsten muss ich sagen, also haben wir hier alle möglichen Supermärkte. Ansonsten muss ich sagen, ist das wirklich ein Top-Objekt. Und hier haben wir die Kleinbauernplantagen. Kleinbauernplantagen, da wachsen lauter so Kleinbauern am Baum. Ja, meine Lieben, okay. Die Familie bereitet sich gerade vor, zurück zu fliegen. Und aus familiären Gründen, wie gesagt. Und wer zu lange möchte, sagt Bescheid. 249.000 habe ich schon gesagt, ca. 200 Quadratmeter, also eine riesen 5-Zimmer-Wohnung. Man könnte aus dieser Wohnung auch, weil die Zimmer so groß sind, auch von den Kinderzimmern, könnte man ruhig mehr Zimmer auch machen. Das ist alles kein Problem. Und wirklich sehr schön und riesig. Ja. Okay, so viel mal von mir. Und die Küche ist ja erst riesig. Ja? Die Küche ist ja riesig. Okay, so viel von mir. Liebe Grüße. Wer Interesse hat, meldet sich. Bis zum nächsten Video. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. So, das war hart, das war hart. Aber es ist für euch alle gut und für mich auch. Und alles besser, qualitativ. Viel mehr Sicherheit für euch. Sowas darf man nicht wieder verlieren. Es war anstrengend, sehr anstrengend.